Sehr geehrte Kolleginnen, fast hätte ich nicht mehr daran geglaubt, dass wir mit dem Thema Agrarleitbild und Agrarstrukturgesetz noch einmal in den Landtag kommen. Nachdem die Koalitionsfraktionen die Befassung im Ausschuss immer wieder verschleppt haben, weil sie sich nicht einig wurden, nachdem vor allem, glaube ich, die SPD eigentlich nur noch kritische Stimmen zum Agrarstrukturgesetz übrig hatte, musste mit einem Scheitern des Verfahrens gerechnet werden. In diesem Zusammenhang ist also der heutige Tag ein guter Tag. Aber trotzdem ist er stark eingetrübt, denn ich fürchte, so werden wir zu keinem guten Ergebnis kommen. Jedenfalls zu keinem, das Spekulationen mit Agrarland wirksam eindämmt. Das MLUG hat einen Vorschlag für ein Leitbild vorgelegt. Meine Fraktion hat einen eigenen Vorschlag für ein Leitbild zur Diskussion gestellt und der höchste Unterschied, wir haben eine Drucksache, Sie nicht. Leider verweigerten aber die Koalitionsfraktionen eine Auseinandersetzung um den Inhalt zu unseren Vorschlägen. Eine inhaltliche Bewertung und eine Auseinandersetzung mit unseren Vorschlägen hat es seitens der Koalition also niemals gegeben. Schade und eigentlich nicht zu verstehen. Das MLUG drückt sich um eine Zielbestimmung für die Landwirtschaft und möchte sich auf eine Strukturdiskussion beschränken. Das macht es halbherzig, weil es jedem recht gemacht werden soll. Das hat sich mit der Überarbeitung noch verstärkt. Da definieren Sie einerseits die Konzentration von Flächenbesitz und eine lokale Eigentumsdominanz als agrarstrukturell nachteilig. Gleich danach sagen Sie, auch für sehr große Betriebe muss die Möglichkeit bestehen, weitere Flächen zu erwerben und zuzupachten. Ja, was denn nun? Fakt ist, eigentlich finden Sie, Herr Minister Vogel, große Betriebe doof. Das haben Sie ja schon mit Ihrem Gesetzentwurf der Grünen in der letzten Wahlperiode zum Ausdruck gebracht. Aber mit Ihnen anlegen wollen Sie sich auch nicht. So kommen sich widersprechende Aussagen heraus, die darüber hinaus nicht inhaltlich begründet werden. Der Ausgangspunkt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der ganzen Diskussion war, daran möchte ich erinnern, wir brauchen ein handfestes Leitbild, um Eingriffe in das Eigentumsrecht, die mit dem Agrarstrukturgesetz vorgenommen werden sollen, begründen und rechtfertigen zu können. Ohne klare Zielbestimmung wird es nicht gehen. Meine Fraktion ist deshalb anders vorgegangen, denn Strukturen sind kein Selbstzweck, sondern sie ergeben sich aus inhaltlichen Zielsetzungen. Unser Leitbildvorschlag sagt, wir möchten eine vielfältige Landwirtschaft, die unsere Ernährung bei möglichst hoher regionaler Wertschöpfung sichert, die natürliche Lebensgrundlagen schützt, einen Beitrag zur Entwicklung der ländlichen Räume leistet und gesicherte Arbeits- und Einkommensverhältnisse garantiert. Und daraus ergibt sich eine Gemeinwohlorientierung der Landwirtschaft bei wirtschaftlicher Effektivität. Viele brandenburgische Betriebe, vom kleinen Nebenerwerbslandwirt bis hin zur großen Agrar-GmbH, arbeiten genau nach diesem Muster. Sie sind in ihrer Region fest verwurzelt und es gibt keinen Grund, sie aufgrund ihrer Betriebsgröße unterschiedlich zu behandeln. Dagegen steht das typische Geschäftsmodell von landwirtschaftsfremden Großinvestoren. Das sieht denn so aus: Tierhaltung abschaffen, Betriebe rationalisieren, Personal entlassen, Bewirtschaftung durch Lohnunternehmer, die wenige Male im Jahr anreisen, Gewinne abfließen lassen, aber Einbindung ins Dorfleben, Rücksicht auf regionale Belange, Fehlanzeige. Landwirtschaftsfremde Großinvestoren sind mit unserem Agrarleitbild nicht vereinbar, die wollen wir vom Bodenerwerb ausschließen. Es kommt also nicht auf die Betriebsgröße, sondern auf das Geschäftsmodell an. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in Ihrer Beschlussempfehlung bekennen Sie sich zum Agrarstrukturgesetz, immerhin. Das kann dann auch eine der wesentlichen Gemeinsamkeiten von Koalition und Linken sein. Ich hoffe nur, dass Sie es genauso ernst meinen wie wir. Mit unserem Änderungsantrag möchten wir zwei Sachen erreichen. Erstens möchten wir, dass sich der Landtag doch noch zum Leitbild positioniert. Ein Durchwinken des Regierungsentwurfs wird der Sache nicht gerecht. Unser Vorschlag liegt nach wie vor auf dem Tisch. Und zweitens geht es um die Share Deals. Da schrillen wir nämlich die Alarmglocken. Es geht darum, dass vielfach gar nicht landwirtschaftliche Betriebe den Besitzer wechseln, sondern der ganze Betrieb mitsamt seiner Fläche durch Anteilskäufe. Das umgeht dann bisher die Regelungsmöglichkeiten des Bodenmarktes. Um diese Umgehung zu vermeiden, müssen wir auch eine Regelung für diese Share Deals finden. Das ist ziemlich unstrittig und Sie haben es ja auch in Ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben. Und zugegeben ist das eine juristisch schwierige Angelegenheit. Wenn Sie diese Regelung nun per Bundesratsinitiative auf den Bund abschieben wollen, kann ich nur sagen, das geht nicht. Diese Nebelkerze sollten Sie nicht zünden. Sie wissen ganz genau, dass verfassungsrechtlich nicht möglich ist. Entweder das Land regelt es im Agrarstrukturgesetz oder es wird eben nicht geregelt. Ich fürchte, dass Ihr Antrag an dieser Stelle bedeutet, dass Sie sich bereits von einer Regelung für Share Deals verabschiedet haben.
Dann wird aber das ganze Gesetz massiv an Wirksamkeit verlieren. Und ich stelle fest abschließend, eigentlich sind wir uns doch im Ziel einig. Wir wollen keine anonymen Investorenlandwirtschaft, sondern ortsgebundene Betriebe mit regionaler Wertschöpfung. Es geht um den richtigen und rechtssicheren Weg. Deshalb kann ich nur an Sie appellieren, unsere Bedenken ernst zu nehmen. Herzlichen Dank.